Welche Gerüchte über Lehrer an eurer Schule haben sich im Nachhinein als wahr herausgestellt? Ich fange an, einem Lehrer an meiner früheren Mädchenrealschule wurden nachgesagt, dass er Schülerinnen nicht nach Leistung benotet hat, sondern subjektiv nach ihrer Attraktivität. Außerdem soll er sich vor und während des Unterrichts mit Drogen vollgedröhnt haben. Eine Schülerin, die er trotz guten Leistungen in Physik schlecht benotet hat, hat das Ganze mal bis vor den Schulleiter gebracht. Es gab dann ein Gespräch, in dem der Lehrer vor Wut einen Stuhl durchs Zimmer gedonnert hat, weil er mit den Vorwürfen nicht klarkam. Jahre später hat er dann eine 6. Klasse in IT bekommen. Er kam schon komplett vernebelt zum Unterricht, hat ihnen Arbeitsaufträge gegeben und sich am Pult genüsslich seine E-Zigarette gezogen. Die lag auch immer griffbereit am Pult. Als eine Schülerin auf Toilette gehen wollte, ist er so ausgerastet, dass er aus dem Zimmer stürmte und anfing in der Aula zu randalieren. Die Polizei hatte ihn dann festgenommen und man hat 3 bis 4 Jahre nichts mehr von ihm gesehen. Abonniert für mehr. Liebe Grüße, euer Chor Ammann.